So wie der Daniel das halt macht, ist das extrem nachhaltig. Also man hat das sofort im Kopf, dadurch, dass er das so bildlich auch erklärt, dass er das sehr lebendig erklärt, sehr viele Beispiele aus seinem eigenen Erfahrungsschatz auch uns zur Verfügung stellt, hat man natürlich direkt ein ganz anderes Gefühl damit. Ne? Also man merkt auch, dass man sofort in der Lage ist, das, was man hier lernt, auch zu nutzen. Mein Name ist Viktoria Tietze, ich komme aus Gummersbach, bin 31 Jahre alt und bin beruflich selbstständig als freie Berufsberaterin, seit 2 Jahren jetzt. Und habe halt im Rahmen der Berufsberatung irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich gerne mehr machen möchte und die Kinder und Jugendlichen, die bei mir in der Beratung sind, auch oft ganz andere Probleme mit sich bringen, als jetzt wirklich die Berufsfindung. Und habe dann eben danach gesucht, nach einer Ausbildung, die mir ermöglicht, einfach da noch weiterzuarbeiten mit den Kindern. Und da bin ich zufällig übers Internet, ich weiß gar nicht mehr wie, über zig Links eben auf das Kinder- und Jugendcoaching gekommen vom Daniel. Und ich habe das durchgelesen im Internet, habe mir die Videobeiträge auch angeguckt und dann war eigentlich ziemlich schnell klar, dass das genau auf mich passt und dass ich das gerne machen möchte. Und ja, deshalb bin ich hier. Das fühlt sich toll an. Ne? Man kommt morgens hier rein, gute Stimmung, man hat Lust auf den Tag, man freut sich drauf, was heute wieder Neues passieren wird, was wieder Neues lernen und erfahren. Und das macht ganz, ganz viel Spaß, das ist ganz toll. Und man merkt ja auch dem Daniel an, wie sehr er brennt für das, was er tut. Und das überträgt sich auch sofort. Ne? Also man ist auch nach diesen Seminarblöcken oder nach dem ersten Block war es so, und das wird auch nach dem zweiten wieder so sein, dass man total voller Energie ist, voller Tatendrang, also mir geht es zumindest so, und dass ich ein bisschen sofort loslegen würde.